Mein Name ist Heinrich Stenzali, hier in Hamburg geboren, im Jahr 1937, älterer Jahrgang schon. Seit ich zum Priester geweiht worden war, habe ich eigentlich immer in den Gemeinden, sowohl in Lübeck als auch in Hamburg, als Kaplan, in den Krankenhäusern Besuchsdienst gemacht. Und später als Pfarrer war ich nebenamtlich auch tätig in dem großen Hamburger Barmbecker Krankenhaus. Die Krankenhausseelsorge ist ihm ein wichtiges Anliegen. Und auch heute ist er noch an vielen Stellen aktiv, auch wenn er 2002 nach 40 Dienstjahren in den Ruhestand entlassen worden ist. In seinem Wohnsitz im St. Johannes-Malteser-Stift in Hamburg-Lohbrügge besucht er auf Wunsch Menschen auf der Pflegestation oder feiert die Heilige Messe in der Hauskapelle. Wenn Pfarrer Stenzali zurückblickt nach so vielen Jahren im Priesteramt, würde er diesen Lebensweg nochmal so wählen? Es ist nicht mehr selbstverständlich, als Priester in einer Gemeinde heute aufgenommen zu sein. Und ich vermute, dass das schwieriger ist für junge Menschen heute, sich zu entscheiden für diesen Beruf. Natürlich spielt auch die Frage Ehelosigkeit noch eine größere Rolle, als sie damals auch für uns gespielt hat. Es ist mir nicht leicht gefallen, auf Ehe und Familie vor allen Dingen zu verzichten. Ja, zu wissen, du lebst relativ alleine. Und das ist heute noch einmal schwieriger geworden insofern. Wir kannten das Pfarrhaus als eine Gemeinschaft von Priestern, in den meisten Fällen. Und auch in einem Umfeld gab es viel mehr priesterliche, mitbrüderliche Kontakte, als es sie heute geben kann. Wenn ich sehe, dass heute ein Pfarrer 6, 7 Gemeinden versorgen soll, wie soll das noch geschehen? Stenzali, der auch heute noch gerne mit dem Computer arbeitet und sogar eine eigene Website hat, die er wöchentlich aktualisiert, hat eine klare Meinung dazu, wie Kirche heute agieren sollte, um zukunftsfähig zu bleiben. Wenn man so in der Kirche umgeht miteinander, wie man in der Gesellschaft heute das erlebt, mit dieser Feindseligkeit, dieser Ablehnung und diesem Hass, dann sollen wir uns nicht wundern, wenn Kirche zumindest hier vor Ort kaputt geht. Es bedarf der, für mein Empfinden, einer echten Umkehr, dass wir uns wieder anhörend und zuhörend aufeinander zubewegen, mit dem Bemühen zu verstehen, was der andere meint mit dem, was gesagt wird. Das menschliche Miteinander und Füreinander findet der Geistliche im Wirken des Bonifatiuswerkes wieder, das er durch seine Eltern kennengelernt hat. So hat er schon als Kind das Bonifatiusblatt gelesen, die Mitgliederzeitschrift des Hilfswerkes. In der Zeit wurde ja auch deutlich nach dem Krieg, sehr deutlich, wie die Kirchen, die Gemeindehäuser wieder durch den Bonifatiusverein, wie es damals noch hieß, aufgebaut wurden. Unser Gemeindehaus in Ottensen, an dem ich selbst mitgeholfen habe, die Grube auszugraben und Bäume zu roten mit unseren Kaplänen als Jugendlicher, das war auch, da hat das Bonifatiuswerk geholfen, das war uns ganz klar. Und dann späterhin in den Gemeinden, auch ich selbst als Pfarrer dann, habe ja die Hilfe des Bonifatiuswerkes in Anspruch nehmen können für so manche Aufgaben, die wir dort zu erfüllen hatten. Was er früher an Hilfe und Unterstützung empfangen hat, möchte er auch wieder zurückgeben. Pfarrer Heinrich Stenzali stiftet sein Vermächtnis dem Bonifatiuswerk. Sein Ansprechpartner für die wichtigen Themen wie Spenden und Nachlassregelung ist der Referent Andreas Kaiser aus dem Stiftungszentrum des Hilfswerkes, der ihn regelmäßig besucht. Grüß Gott, Herr Kaiser! Ich grüße Sie! Bitte schön, kommen Sie rein! Das ist aber lieb von Ihnen. Und ich finde, das ist auch eine gute Dienstleistung, wenn man das mit dem Wort mal sagen darf, des Bonifatiuswerkes, auch diese
Aufgaben zu übernehmen, etwa einen Nachlass zu ordnen oder auch den Angehörigen zu helfen, mit den Dingen fertig zu werden und klarzukommen, die oft mit einer Beerdigung verbunden sind und oft Menschen ratlos lassen dann. Ne? Das Schöne ist ja in dem Gespräch, dass wir auch den engen Kontakt auch haben, dass man natürlich auch eine Historie wie eine Familie auch schon hat. Und ja, das macht meine Arbeit auch so großartig und ich fühle mich da sehr wohl bei Ihnen auch. Das und kann bei meinen ich vorstellen. Anderen Testamentstiftern genauso. Ja. Ja, das bringt ja auch dann diese persönliche Beziehung mit dann hinein. Ne? In das, was ich auch ganz wichtig finde, dass es nicht nur so in der Oberfläche äußerlich organisatorisch bleibt, sondern dass ich auch weiß, mit wem ich es zu tun habe. Ne? Aber insofern, denke ich, sind unsere Berufe ja auch ähnlich. Wir sind dafür da, um Menschen zur Seite zu sein, gerade oft auch in ihren problematischen Situationen. Ne? Ja, das ist wirklich so. Und hier nochmal Kinder. Im Grunde kann man im Grunde nur immer wieder zurückgeben, was wir schon alles früher empfangen haben. Das ist ja auch ein, nicht nur ein Nehmen, es darf ja auch, guck ich mal, in dem Sinne ein Geben sein. Ja, wenn ich das persönlich tun kann, warum soll ich das dann nicht tun?